Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, ich habe schon mehrere Einheiten hinter mir und das schon seit einigen Jahren, in denen ich versucht habe, entweder alleine in einer Fortbildung oder mit Gruppen, den Traum von meiner Kirche, von einer Kirche niederzuschreiben, mir auszudenken, mich damit zu beschäftigen. Was habe ich nicht schon alles getan? Ich habe schon mit Lego gebaut, eine schöne Kirche, und sie bestückt mit all dem, was ich mir denke, was zum kirchlichen Leben, was zum religiösen, christlichen, was zum spirituellen Leben gehört. Ich habe gemalt, geschrieben und so weiter. Einen Traum zu haben, eine Vision, ist ganz wichtig. Gerade eben in der Lösung mit der Einleitung, die es ja auch schon benannt hat, haben wir den Traum Gottes gehört, seine Vision von seinem Volk. Dass etwas Neues beginnt, dass er das Volk versorgen wird und dass nicht nur die Tiere, sondern auch sein Volk ihn am Ende loben werden. Und was ist geschehen? Nun, das Volk war immer aufmüpfig, das hat immer Schwierigkeiten gemacht, es ist immer weggerannt, es hat oft nicht gehorcht, es brauchte noch mehrere Propheten und trotzdem ist es auch heute nicht das Volk, dass Gott sich erwählt hat, so steht es jedenfalls nicht hier drin. Was ist mit unserer Vision? Da ist es ja ähnlich. Auch wir leben nicht die Vision von Kirche, die viele von uns haben. Manche sind bitter enttäuscht, ich manchmal auch. Und was machen wir als Menschen dann? Deswegen habe ich das Bild hier oben auch mit reingenommen, neben die Steine. Wir suchen einen Sündenbock und den finden wir immer. Das Volk Israel hatte immer Sündenböcke, sie hatten sogar offizielle Sündenböcke. Am Fest Yom Kippur, dem höchsten Feiertag des jüdischen Kalenders, sandte man einen solchen Sündenbock, einen Bock, in die Wüste, der vorher vom Priester mit allen Sünden des Volkes besprochen wurde. Der Priester legte die Hand auf und nannte all das, was im Bewusstsein war. Einen solchen Sündenbock hat man dann hinausgejagt und damit war die Sünde weggenommen. Auch wir haben unsere Sündenböcke. Was ist denn der Grund für die Krise der Kirche? Ist es unsere Leitung? Sind es die lahmen Gemeinden vor Ort, die in Dingen festhängen? Ist es unsere Auseinandersetzung in den unterschiedlichen Konfessionen? Was ist denn die Schuld daran, dass wir heute so träge und lahm in vielen Bereichen sind? Auch wir suchen Sündenböcke und wir haben sicherlich für uns persönlich die ein oder andere, den anderen gefunden. Es ist ein interessanter Umgang mit Schuld und mit Sünde. Und ich bin davon überzeugt, dass das heutige Evangelium und nicht nur das heutige Evangelium, sondern Jesus uns einen besseren Weg lehrt als den des Sündenbockes. Wir können ja nachher rausgehen, können mal gucken, ob jemand eine Ziege zur Verfügung stellt und dann danach handeln, ob wir uns dann sehr viel besser fühlen. Ein Scherz, es geht darum, dass Jesus uns zeigen will, was ist dieses Thema Schuld und wie kann ich mich in diesem Zusammenhang besser verstehen lernen. Ich möchte etwas herausarbeiten und dazu brauchen wir die Predigt vom dritten Fastensonntag, die ich hier gehalten habe, in Bezug auf mein eigenes Selbst und den göttlichen Kern in mir. Dort habe ich ja deutlich gemacht, wer es noch einmal nachhören möchte, kann das in einem Podcast oder im YouTube gerne unternehmen, deutlich gemacht, dass wir als Menschen, Richard Rohr nennt es das wahre und das falsche Selbst, dass wir den menschlichen Teil haben, aber auch, dass wir in uns eine göttliche DNA haben, einen Kern, der unendlich wertvoll ist und der göttlich ist. Und ich glaube, den brauchen wir, um das Evangelium gut zu verstehen und was der Hintergrund ist, der spirituelle Ansatz dieses Evangeliums ist. Nehmen wir mal zusammen unsere menschliche Perspektive ein, wie wir immer uns verhalten und handeln oder häufig und wie es jeder tut oder jede. Zunächst einmal weist Jesus im Evangelium wunderbar darauf hin, oder das Evangelium weist darauf hin, wo suche ich zuerst die Schuld? Beim anderen. Immer, fast immer. Also erstmal wird der andere vorgekramt und dann wird einer ausgeguckt oder eine. Hier hat es die Frau erwischt, wo ist denn der Mann? Der scheint keinen Ehebruch begangen zu haben.
Darauf möchte ich aber jetzt nicht so sehr hin, sondern darauf hin, dass die Schuld bei mir erstmal zweitrangig ist. Selbst wenn wir einigermaßen mit gewissen Erforschungen uns auskennen und das auch immer wieder tun, dann tue ich es erst zweitrangig. Warum? Weil das demütigend ist. Die eigene Schuld zu suchen und bei sich selber immer wieder nachzufragen, ist sehr demütigend. Und wir sind mit einer guten Vermeidungsstrategie ausgerüstet, dass wir Dinge, die unangenehm sind, die wir nicht so gerne haben, die wir nicht so gerne wollen, die vermeiden wir. Das tun wir in kleinen alltäglichen Dingen, aber das tun wir auch bei solchen. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt, der in unserer Gesellschaft, vor allem auch in unserer deutschen Gesellschaft, meine ich, aber nicht nur in unserer deutschen Gesellschaft, sondern wir sehen ja auch hier ist es so, selbst aber auch bei uns in den Gemeinden Einzug gehalten hat. Die Menschen halten an Gesetzen fest, an Vorschriften, an Statuten und es wird hier deutlich, welches Unheil sie bringen können. Mose hat uns vorgeschrieben, wer beim Ehebruch ertappt wird, wird gesteinigt, also ist es Todes. Das ist schon absurd. Machen wir das Ganze mal etwas weiter. Das ist Altes Testament. Neues Testament, das Evangelium, Jesus sagt, wer nur eine Frau lüstern anschaut, also da sind selbst die Priester mit drin, der hat schon Ehebruch begangen. Das heißt, da kommt keiner weg. Da sind wir alles des Todes. Und dann kommt uns vielleicht in Erinnerung das Wort, das Paulus gesagt hat, das Gesetz tötet und der Geist macht lebendig. Also, wir als Menschen reagieren sehr stark damit. Wenn irgendetwas geschieht in unserer Gesellschaft, wenn irgendetwas nicht funktioniert, schreien wir alle nach Gesetzen. Und wenn sie einzuhalten sind, wird es schwierig und dann werden wir häufig eng. Gucken wir uns mal gerade das Drama an in Bezug auf die Flüchtlinge und wie unsere Gesetze, unsere Vorschriften und wenn es nur bei Datenschutz einmal den Ansatzpunkt gibt, inwiefern wir da festhängen und oft nicht ins Handeln kommen. Das ist unser menschliches Selbst. Wie ist denn die Reaktion Jesu? Und dies nicht nur spannend und interessant, sondern dies revolutionär. Und dies selbst für uns als katholische Christen revolutionär. Was macht Jesus? Erstens, er verurteilt nicht. Keine Verurteilung. Nichts. Und zweitens, keine Buße. Muss die Frau irgendwas tun? Nein. Nichts. Und das Dritte, und jetzt kommen wir in den viel positiveren Aspekt noch, er traut ihr zu, er traut dem Menschen zu, sich zu verändern. Geh und tu es nicht mehr. Und damit ermöglicht er einen Neuanfang, wie wir ihn eben auch im Alten Testament schon gehört haben. Gott setzt darauf, dass der Mensch immer wieder einen Neuanfang hat. Ich kann mit Verurteilung, mit Buße Menschen ewig knebeln. Das ist auf keinen Fall der Ansatz Jesu. Ich habe mir das auch schon abgewöhnt, bei Beichtgesprächen eine großartige Buße aufzugeben. Für viele Menschen ist schon Buße genug, wenn sie kommen, sich demütigen und die Dinge aussprechen. Und diejenigen, die kommen, wissen oft ganz genau, was ihnen gut tut, was wichtig ist und was die Gottesbeziehung oder die Beziehung zum anderen, die da nicht in Ordnung ist, was die wieder befördert und belebt. Dieser göttliche Kern in mir weiß um das Heil. Dieser Kern in mir weiß das. Er weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und dieser göttliche Kern in mir weiß als allererstes, und das nennt man Bekehrung, der weiß, mir ist vergeben. Punkt. Nichts anderes. Mir, dir ist vergeben. Das ist die Erforschung des eigenen inneren göttlichen Kerns, um dahin zu kommen. Mein Drumherum spiegelt mir alles Mögliche vor, muss etwas aufbauschen, muss etwas aufbauen,
damit ich nicht zu schlecht dastehe. Mein innerer göttlicher Kern sagt mir ganz deutlich, wenn ich hinhöre und wenn ich mich erforsche, mir ist vergeben. Und aufgrund dessen sagt mir dieser auch, ich muss die Schuld nicht beim anderen suchen. Ich weiß um das, was, wie Richard Rohr das sagt, das, was an mir nicht in Ordnung ist, das Falsche selbst. Ich weiß, dass ich immer wieder Ausflüchte habe und dass ich Umwege gehe und dass ich etwas aufbaue oder etwas aufbausche. Aber ich muss das nicht. Ich darf das annehmen in dem Bewusstsein, mir ist vergeben. Und dieser innere göttliche Kern weiß, dass Regeln und Gesetze und Statuten wackelige Krücken sind, aber nicht das Eigentliche. Das ist der Geist Gottes, der in mir wirkt. Ich möchte jetzt ein Bild und möchte Martin bitten, das einmal einzublenden. Ich möchte jetzt ein Bild, das viele von euch kennen, dass man sich aufmalen, aufschreiben sollte, in die Wohnung hängen sollte, vielleicht in jedes Zimmer hängen, weil das ist das, was uns das heutige Evangelium sagt. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also nochmal, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich habe den nicht als Scherz mitgebracht, denn dieser Bereich Krone richten ist ganz wichtig. Wofür steht der, dieses Bild? Für meine Würde. Wenn ich schuldig geworden bin, wenn ich hingefallen bin, wenn ich im Dreck gelegen habe, wie erlange ich meine Würde wieder zurück? Was hat Jesus getan? Er hat dir vergeben. Indem ich die Vergebung bei Gott suche und natürlich dann auch das versuche, wieder gut zu machen, was ich gut machen kann. Und dann geht es weiter. Dann sitzt die Krone wieder gerade, dann ist wieder alles richtig. Gott möchte nicht, dass wir uns klein fühlen. Gott möchte nicht, dass wir demütig in irgendwelchen Ecken liegen. Er möchte, dass wenn wir hingefallen sind, aufstehen, unsere Krone mit ihm zusammen richten und vielleicht auch mit dem einen oder anderen. Manches geht wirklich nur im Seelsorggespräch, weil ich selber in mir so gefangen bin und dass man das einmal herausarbeiten muss und dass man Hilfe braucht, um die Krone zu richten. Aber es gibt auch vieles, was ich selber machen kann im Gespräch mit Gott, wenn ich bei meinem eigenen inneren göttlichen Kern bin. Also, mitnehmen dieses Bild. Nicht wie der Pastor, der doof mit der Krone steht, sondern dieses Bild mit diesen vier Worten und wo die Krone eben dazugehört, weil sie so wichtig ist, weil wir Kinder Gottes sind, wir sind Königskinder. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen.